Der Schock der WM sitzt tief, auch bei Pelé. Die brasilianische Fußballlegende war zur Präsentation des ersten Spielfeldes, das durch die Bewegung der Spieler beleuchtet wird, in Rio de Janeiro. Da kamen die Erinnerungen an das WM-Aus wieder hoch. Ich kann dieses Ergebnis einfach nicht verstehen. Es wäre nicht schlimm gewesen, wenn wir 1:0 verloren hätten und anders aufgetreten wären. Falls Sie sich an das erinnern, was ich vor der WM gesagt habe, ich meinte, dass Brasilien in der Defensive gut ist, aber vorne seine Probleme hat. Und das war auch so. Die ersten beiden Spiele haben das gezeigt. Eine andere Sache, an die ich erinnern möchte, ist, dass ich gesagt habe, neben Brasilien stehen Deutschland, die Niederlande und Spanien im Halbfinale. Natürlich sind die Favoriten Spanien und später Brasilien gescheitert, aber Deutschland ist Weltmeister geworden und die Niederlande haben es auch ins Halbfinale geschafft. Ich habe ein paar Spiele verfolgt, weil ich einige Interviews gegeben habe. Niemand hat darüber geredet, dass ich recht hatte. Falls man aber daneben liegt, trampeln alle auf einem rum. Pelés Vorhersagen treffen jedoch nicht immer zu. 1998 prophezeite er, dass ein afrikanisches Team Weltmeister wird. Am Ende war es Frankreich.